Okay, den haben sie wahrscheinlich vergessen. Aber das ist okay. Es ist ja nur, sind ja nur noch 3 Mülleimer. Die werden sie schon abholen. Beim nächsten Mal. So. Sieht gut aus. Ich spare gerade Geld für ein größeres Haus. Das ist toll. Was haben wir denn hier? Das sind Trümmer. Was? Grundbrand. Grundkatastrophe. Was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das hat mir keiner mitgeteilt. Warum kriege ich denn so eine Nachrichten bitte nicht? Hä? Eva. Ja, du bist doch auch schon wieder irgendwas Futuristisches. Ich würde sagen, dann gucken wir, wenn jetzt hier gerade ein Brand gewesen ist, dass wir uns mal eine Feuerwehr irgendwo hinsetzen, ne? Niedergebrannte Gebäude pro Tag. Alter, das habe ich gar nicht mitbekommen. Leute, sowas müsst ihr mir doch sagen. Ich habe gerade den Mülleimern zugeguckt. Also den Müllmenschen. So, jetzt kann ich mir hier eine schöne... Die Feuerwehr, was deckt... Guck mal, die deckt sogar echt guten Bereich ab. Super, ich komme direkt neben das Krankenhaus. So. Okay, da wollte ich eigentlich die Schule hinstellen. Aber dann stelle ich halt hier die Schule hin. Das ist in Ordnung. Kann ich die verschieben? Ich hätte sie gerne noch ein Stück weiter hier drüben. Also, dass man die Sachen nicht verschieben kann, finde ich ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Löschfahrzeuge werden doppelt so schnell ausgesendet. Ja, das könnten wir wirklich machen. Schilder sind eine praktische Sache, wenn jemand panisch im Kreis rennt und nach der Feuerwehr sucht. Okay. Ja, also die hier ist, auf jeden Fall eine gute Investition. Bei den anderen Sachen müssen wir mal gucken. So. Aber bei euch kann man scheinbar wirklich mal ein Schild aufstellen, weil die Menschen scheinen euch ja wirklich nicht zu finden. Klinikschild. So. Hier, Klinikschild. Klack. Wir sind ein Krankenhaus. Haben wir Krankenwagen? Wir haben keine Krankenwagen, ne? Doch, da unten ist eine. Das ist ein Krankenwagen. Alles gut. Einen haben wir auf jeden Fall, aber da können wir vielleicht dann wirklich noch einen zweiten hinstellen. Wenn ich auf 10.000 hochgespart habe. Kann weiter renovieren, bist verletzt. Du hast mir das Bein gebrochen. Also nicht du mir, sondern ja. Husten will einfach nicht weggehen. Tja. Da, musst du Obst essen. Hier stellen neue Leute ein. Dann stellt doch mal bitte neue Leute. Ach, wir haben wahrscheinlich keine Leute, wa? Ich muss wieder Menschen einziehen lassen. Hier ist schon was niedergebrannt. Das ist ein recht hohes Brand. Also hier haben wir jetzt gar keine Feuerwehr. Dann müssen wir vielleicht nochmal dafür sorgen, dass da auch noch eine hinkommt. Sonst brennen uns da regelmäßig die Gebäude ab. Müllkarte. Okay. Gut, dann machen wir weg, bitte. Geh weg. So. Jetzt habe ich vergessen, was ich mache. Flugzeug. Ach ja, hier, ich wollte mir angucken, wie die das machen. Willkommen auf der Feuerwache. Wir haben nicht viel Personal, können aber erfolgreich Brände löschen. Sie können ruhig neue Garagen oder einen schönen neuen Baualarm hinzufügen, der uns im Brandfall weckt. Danke, dass Sie an den Feuerschutz denken, Bürgermeister. Sie wissen ja, sicher ist sicher. Ja, das ist wahr. Oh, noch ein Löschfahrzeug ist zu teuer. Naja, wir lassen das erstmal so stehen und gucken mal, wie es weitergeht. Oh, ups. Hier kommen neue Menschen. Ach ja, siehst du, ich wollte neue Wohngebiete ausweisen. Ich arbeite auch für Hungerlohn. Naja, komm, bitte.
Oder warte. Nee, ich brauch. Was ist denn gefragt? Okay, das ist gefragt. Ich wollte gerade mal gucken, ob ich irgendwie Sachen ausbauen lassen kann, aber die wollen hier mehr wohnen. Ja, doch, das muss so. Das war total geplant. So. Nicht schön, aber selten, wie meine Lehrerin immer zu sagen pflegte. Achso, ich habe nicht genug Geld, um den Sandweg zu legen. Okay. Aber wir haben ja Gott sei Dank gute Einnahmen. Ich bin gerade ganz stolz, dass wir die Einnahmen so gut regeln können. Yippie! Mal gucken, wie lange das noch so geht. Aber momentan läuft es doch ganz gut. So. Hier haben wir jetzt wieder ein bisschen Wohngebiet für... für die unhöhere Einkunft. Oh, wie schön, die alle zufrieden sind. Ups. Zufriedenheit, Geld. 16 Geld. Okay. Schön. Und da gab es einen kleinen Cut, denn es wurde an der Tür geklingelt und dann war OBS der Meinung, zu cutten. Ja, gut. Jetzt bin ich jedenfalls wieder da und wir stehen hier, gucken zu, wie die Menschen einziehen und ich freue mich. Aber trotzdem scheint der Bedarf an Wohngebieten für die geringe Einkommensschicht schon sehr hoch zu sein. Ich hoffe mal, der sinkt jetzt ein bisschen, wenn das hier fertig ist. Ja, es sinkt. Es sinkt. Das ist schön. Das sinkt und Gewerbe steigt. Ich halte hier für breit, ha? Der Flemschar, aus uns Elkins, sah ihm im Blute Kanne, Exkuempar. Es heißt, so ein verrückter Kerl namens Dr. Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Maxus Man, wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine größere Stadt, um ihm den richtigen Namen für sein Haus bieten zu können. Den richtigen Rahmen für sein Haus bieten zu können. Vielleicht kommt er dann, um uns zu retten. Nein, vielen Dank. Ich möchte Maxus Man. Ich habe schon viel von Maxus Man gehört. Ich möchte Maxus Man nicht in meiner Stadt haben. Danke. Unsere kleine Stadt. Das ist so schön. Sorry, Leute. Könnt gleich weiterbauen, aber jetzt muss hier erstmal. Ich möchte hier gerne so kleine Stellen haben, wo die Leute wohnen können. Wirklich so kleine, süße Häuschen. Freie Wohnungen zu verkaufen. Uns geht es gut. Es schläft. Ist ja auch 1 Uhr morgens, okay. Wenn sie uns bis zu 2500 Einwohner beschaffen, können wir eine Kleinstadt gründen. Damit sollte ein Rathaus drin sein. Also los geht's. Oh ja. Das kriegen wir hin. Mehr Menschen. Also hier ziehen jetzt gerade Leute ein. Deswegen warten wir erstmal ab, wie das dann aussieht, ne? Wenn die dann... Kann man das mal zumachen? Ja.
Jetzt, wo da gerade das Licht angegangen ist, dachte ich, wir gucken doch mal nach, wie es mit dem Strom ausschaut. Ups. Hier. Immer noch Überschuss, das ist gut. Mit dem Wasser haben wir auch noch guten Überschuss. Sehr schön. Abwasser, auch gut. Was wollten wir noch gucken? Feuerwehr. Ach, die kommt da hinten auch nicht hin. Ha, Feuer in der Stadt! Oh je, es brennt! Ja, das kann vorkommen. Da sind sie! Und sie haben super schnell reagiert. Klasse! So muss das, Leute! So muss das! Oh, ups. Gut, na, ich möchte gerne wieder zurück. Danke. Mal sehen, 200 Grad. Ach was, ich drehe einfach auf 400. Oh Gott, wir brauchen dringend eine Schule. Wir sollten unseren Nachbarn dafür danken, dass sie das Gemeindehaus gebaut haben und in dieser Region aufgeräumt haben. Wir wollen die ganze Nacht lang eine riesen Blockparty feiern, Mann. Wir werden vielleicht während der Party noch ein bisschen mehr Müll raus. Das macht ihnen doch aber nichts aus, oder? 25.000? Ja, okay, nehmen wir. Machen wir. Lernen Sie vor Ablauf der Zeit 250 Mülltonnen. Das müsste man doch hinkriegen, oder? Klar, wir schaffen doch pro Tag alles. Das kriegen wir hin. Vor Ablauf der Zeit ist wann? Noch 23 Stunden. Das wäre doch lacht. Was kostet denn so eine Schule? Keine Schulen. Schulen sorgen für neue Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Bei entsprechender Investition helfen sie beim Aufbau sauberer Hightech-Fabriken. Okay. 16.000. Na, das haben wir doch. Alter, ist die groß. Okay, wir brauchen erstmal noch eine Straße. Okay, nicht unbedingt dahin, weil hier können ja noch dann Sachen angebaut werden, ne? Habe ich mir sagen lassen. So, wie kann ich denn die Schule... Ich muss erstmal gucken, wie ich die Schule... Ja, die kommen noch schon. Regt euch doch mal nicht so auf. Wie kann ich die anbauen? So. Okay. So, das müsste doch jetzt vom Platz her ausreichend sein, oder? Yes! Wir haben eine Schule! Was stand hier gerade? Möchten Sie erfahren, wie die Gebäudedichte... Ja, ich möchte gerne wissen, wie man die Gebäudedichte erhöhen kann. Die Erhöhung der Gebäudedichte ist wichtig fürs Bevölkerungswachstum. Dichtere Gebäude ziehen mehr Bewohner und Arbeiter an. Die Gebäudedichte-Karte zeigt Ihnen die Dichte der Gebäude in Ihrer Stadt an. Wo? Hier. Die Leisten auf den einzelnen Gebäuden verraten Ihnen, wie sehr die Anlagen schon weiterentwickelt wurden. Ist ein Gebäude bereit für eine Weiterentwicklung, wird dies durch eine grüne Leiste angezeigt. Die Dichte eines Gebäudes kann nur dann erhöht werden, wenn dies die Straße erlaubt, in der es sich befindet. Die unterschiedlichen Straßentypen unterstützen drei Gebäudedichten. Die breiten Straßen, Hauptstraßen mit den 4 bis 6 Spuren bieten mehr Platz für mehr Fahrzeuge. Okay, also ich muss also die Straßen auch aufwerten, okay. Die Straßen können Sie noch verbessern, nachdem Sie diese verlegt haben. Allerdings ist es nicht möglich, normale Straßen zu Hauptstraßen zu machen. Aha. Achten Sie darauf, die richtigen Straßen zu verwenden, die das Wachstum fördern, wenn Sie Wolkenkratzer wollen. Brauchen Sie eine hohe Dichte. Ich habe hier vergessen, die Hauptstraße weiterzubauen, ne? Das wegmachen.
nicht hier einfach drüber bauen oder so? So spitzer Winkel. Ups. Was passiert, wenn ich das hier... Ups. Wenn ich das hier wegmache, dann verschwinden auch die Häuser, oder? Tatsache, dann verschwinden die Gebäude. Das ist uncool, Leute.